Heute mal ein etwas ungeplanter Ausflug am Tegeler See entlang, an der Havel entlang. Das kommt davon, wenn man einen Termin im Bürgeramt haben möchte, und es ist in Berlin momentan sehr schwer, einen zu bekommen, dann muss man manchmal ganz quer durch die Stadt fahren und den Termin nehmen, den man eben gerade so kriegt. Und von daher bin ich in Heiligensee gelandet und über Tegel fahre ich jetzt wieder zurück in den Süden, aber es ist eine schöne Strecke, die ich noch nie gefahren bin, also sehr spannend. Beziehungsweise Strecken, die ich so noch nicht gefahren bin. Heiligensee liegt ganz im Norden Berlins, nördlich des Tegeler Forstes, in dem wir uns nun schon befinden. Bis zu mir nach Hause sind es ungefähr 30 Kilometer, mit einigen Erkundungsschlenkern 35 Kilometer. Das ist für Berlin nicht ungewöhnlich, schließlich betragen die maximalen Ausdehnungen der Stadt 45 Kilometer in Ost-West und 38 Kilometer in Nord-Süd-Richtung. Vorbei geht es am Landgasthaus Krumme Linde im Alten Fritz. Ich habe mir vorgenommen, möglichst durchs Grüne und am Wasser entlang zu fahren. Schließlich haben wir Juni und es ist nach einem kühlen Mai endlich warm geworden. Rechts von uns gelegen befindet sich das Schloss Tegel mit dem privaten Humboldt-Museum, das derzeit aber noch geschlossen ist. Daher geht es direkt weiter vorbei an der historischen Humboldt-Mühle, deren Ursprünge bis in das 13. Jahrhundert zurückreichen. 1887 wurde die Mühle zu einer Großmühle umgewandelt und erhielt den Namen Humboldt-Mühle. Über die Jahre gab es einige Großbrände, aber den Zweiten Weltkrieg hat die Mühle ohne Schäden überstanden und war wichtig für die Versorgung Westberlins. Bis zur Stilllegung 1988 hatte die Mühle eine Tagesleistung von 350 Tonnen Getreide. Anschließend wurde sie in ein Hotel- und Konferenzzentrum umgebaut und seit 2009 befindet sich in den Gebäuden der Medical Park Berlin-Humboldt-Mühle, eine Fachklinik für Neurologie, Orthopädie und Innere Medizin, Kardiologie. Es folgt die Humboldt-Bibliothek, die im Rahmen der internationalen Baustellen 1987 in West-Berlin geplant und 1989 als Bezirksbibliothek Reinickendorf eröffnet wurde. Das postmoderne Gebäude des Architekten Charles Willard Moore weckt immer noch Interesse, auch bei internationalen Fachbesuchern. Hier noch ein Bild des Innenraums. Auch kulturelle Veranstaltungen werden hier durchgeführt. Weiter geht es entlang der Promenade am Tegeler Hafen. Dieser hatte seine Wirtschaftsfunktion in den 1980er Jahren längst verloren und war eine Brachfläche. Die Freiflächen wurden vorwiegend als Kohlelager genutzt. Der Tegeler See verschmutzte zunehmend und drohte ökologisch umzukippen. Im Rahmen der internationalen Baustellung entstand hier links von der Promenade Ende der 80er Jahre ein neues Wohnquartier mit unterschiedlichen Gebäudeformen. Von wellenartig sich schlängelnden Zeilenbauten im sozialen Wohnungsbau, über vornehme Wohnhöfe bis hin zu freistehenden Stadtvillen. Bereits 2019 wurden die Bauten unter Denkmalschutz gestellt. Die kleine Brücke rechts führt auf die Tegeler Insel, die für 20 Millionen D-Mark künstlich aufgeschüttet worden war. Hier sollten Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie Theater und Schwimmbad entstehen, die dann aber aus Kostengründen nicht verwirklicht wurden. Die Insel wurde zum teuersten Hundeauslaufgebiet Berlins. Schließlich wurde gerodet und seit 2013 stehen hier 7 Stadtvillen mit 49 Eigentumswohnungen. Es gibt noch eine zweite Insel, auch wenn man das von hier nur daran erkennen kann, dass die Häuser hinten, die sich jenseits des Tegeler Flieses befinden, anders aussehen. Die Humboldt-Insel ist beim Bau des 1908 eröffneten Tegeler Industriehafens künstlich angelegt worden. Sie ist 616 Meter lang und im Nordosten maximal 58 Meter, über weite Strecken aber nur 17 Meter breit. Die Niederbarnimer Eisenbahn hatte sie zur Erschließung des Hafens genutzt. Hier ein Foto aus dem Jahre 1914. Viele Jahre gab es dann hier Schrebergärten und 2006 versuchten 47 Laubenbesitzer, die Insel zu erwerben. Vergeblich. Sie mussten ihre Parzellen räumen.
Ein Düsseldorfer Immobilienunternehmen erwarb die Insel und seit 2014 sind hier hochpreisige Wohnprojekte entstanden. Die Häuser am Südufer der Insel haben einen eigenen Bootsliegeplatz. Eine Steg-Doppelhaushälfte mit 189 Quadratmetern Wohnfläche kann man für knapp 3000 Euro mieten. Zudem sind noch vier sogenannte Floating Houses, schwimmende Häuser, geplant, mit jeweils 220 Quadratmeter Wohnfläche und 100 Quadratmeter Terrassenfläche. Kaufpreis über 1 Million Euro. Die Tegeler Hafenbrücke vor uns ist für eine Fußgängerbrücke recht imposant. Sie überspannt die Einfahrt des Tegeler Hafens und die Mündung des Tegeler Fließes und wurde 1908 mit einer Gesamtlänge von 91 Metern gemeinsam mit dem Hafen erbaut. Der Architekt war der Stadtbaumeister Ernst Hornig. Heute steht sie unter Denkmalschutz und ist häufig Kulisse für Dreharbeiten. Am nördlichen Ufer des Tegeler Sees hatte sich am Ende des 19. Jahrhunderts ein reger Ausflugsverkehr entwickelt. Die Leute schlenderten über die Uferstraße, um den großen Maichsee herum bis zum Freibad Tegelsee. Dazu mussten die allerdings das Tegeler Fließ überqueren. Der ansässige Fischer Siebert verdiente sich mit dem Übersetzen der Wanderer über das Fließ mit seinem Kahn für 5 Pfennig, einen sogenannten Sechser, ein Zubrot. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer mehr Ausflügler kamen, baute er 1905 eine kleine Holzbrücke und verlangte weiterhin den Sechser. Bereits 1908 musste er wieder weichen, aber auch auf der großen neuen Brücke musste man noch bis 1922 den Brückenzoll entrichten. Daher wird die Tegeler Hafenbrücke im Volksmund auch Sechserbrücke genannt. Die Hauptdurchfahrt hat eine Spannweite von 65 Metern. Weiter geht es die Uferstraße entlang, die heute Greenwich-Promenade genannt wird. Der Stadtbezirk Greenwich in London ist seit 1966 Partnerbezirk von Reinickendorf. Die Promenade verläuft am Ufer des Tegeler Sees entlang. Wie man sehen kann, befinden sich hier Ausflugsgaststätten, Parkanlagen, Minigolf, Bootsverleih und natürlich die Schiffsanlegestellen. Von den Bootsanlegern starten Schiffstouren nach Oranienburg über den Tegeler See und die Havel hinunter bis zum Wannsee, in die Innenstadt von Berlin oder über die Havelseen. Aber auch Schiffe von Flusskreuzfahrten legen hier an. Die Greenwich-Promenade wurde übrigens vor einigen Jahren komplett neu gestaltet. Der Tegeler See hat eine Fläche von 450 Hektar und ist nach dem Müggelsee der zweitgrößte See Berlins. Es handelt sich bei dem See um eine rund 5 Kilometer lange verzweigte Ausbuchtung der Havel. Im See liegen 7 Inseln, auf denen sich teilweise Kleingartenkolonien befinden. Das Wort Tegel entstammt einem slawischen Wurzelwort, das Anhängsel bedeutet. Und das passt ja auch. Der Tegeler See ist ein Anhängsel der Havel. Der Anteil der Uferstellen, an dem man baden kann, ist eher gering. Eigentlich heißt es, dass der See eine gute Wasserqualität hat und zu den innerstädtischen Berliner Gewässern mit der größten Sichttiefe zählt, bis zu 3 Meter. Allerdings gibt es auch Algen, vor allem giftige Blaualgen, und genau an dem Tag dieser Tour ist ein Hund gestorben, weil er im See war. Seitdem gibt es ein Badeverbot für die Badestellen hier am Tegeler See. Links raus ist kurz der Borsighafen zu sehen. Borsig ist ein deutsches Maschinenbauunternehmen, das ursprünglich 1837 von August Borsig gegründet worden war. Damals befand sich das Werk vor dem Oranienburger Tor,
nördlich der Friedrichstraße. In der Ära der Dampflokomotiven im 19. Jahrhundert war Borsig in Europa der größte und weltweit der zweitgrößte Lokomotivenlieferant. 1898 wurde ein neues Werk hier in Tegel errichtet. Weiter geht es am See entlang, vorbei an zahlreichen Segel-, Sport- und Anglervereinen sowie Badestellen. Eigentlich macht es wirklich Spaß, hier durch Tegel zu fahren, Richtung Spandau, die Havel entlang. Ja, auch wenn es völlig ungeplant ist, aber es ist eine sehr schöne Tour hier, so immer am Wasser entlang. Und das kann man in Berlin wirklich genießen. Wir stoßen auf den Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal, der, wie schon im Video zur Europa City erzählt, zwischen 1848 und 1859 nach Planung von Peter Joseph Lenné angelegt wurde. Hier mündet er in die Havel und 12 Kilometer weiter am anderen Ende am Hauptbahnhof in das Humboldtbecken und in die Spree. Der Saatwinkler Steg führt über den Kanal und auf der anderen Seite geht die Tour in Spandau weiter. Dazu aber mehr im nächsten Video.